Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Child of Light. Und ja, im letzten Part haben wir diese komischen anderen Typen da befreit, aber irgendwie möchten die Ölknus, der gesagt hat, befreit die, nicht mehr bei sich haben, weil sie ihn verstoßen haben. Was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann. Ich meine, wäre er nicht gewesen, wären sie nie gerettet worden. Eigentlich wollte ich sie ja gar nicht mehr retten, aber Spiel sagt dir, ja, nö, du musst die jetzt retten. Nicht nachdem die so arschig zu ihm waren, nachdem er für ihre Rettung verantwortlich ist, aber okay. Huch. Dachte es mir doch, dass da was getriggert wird. Cordelia, Schwesterherz, der Mond, gibst du ihn mir? Aurora, du siehst elend aus. Das Leben am Hof ist ist für dich zu fein. Eine Herrscherin wirst du niemals sein. Dein Auftritt ist zu gewöhnlich, zu gemein. Meine Liebe, zu dir war stets gut und rein. Ach, meine Liebe zu dir, nicht meine Liebe, ach. Nie mochte ich deine Art zu lächeln. Oder die Art, wie du dein Essen kaust. Die Art, wie du dich durch die Seele, wie du durch die Seele läufst. Vor deinem Wesen hat's mich gekraust. Du warst eine Schande mit einem Satz. Und ich, Crepusculum, zeige dir deinen Platz. Das sieht nach einem Boss-Battle aus. Wahrscheinlich hat die auch wieder zwei Dino bei sich, weil sie ja so feige ist. Wow! Du bist ganz schön hässlich. Eindeutig. Sternlicht auf alle, weil ich glaube, die müssten nämlich die unteren beiden vom Licht hier beeinflussbar sein. Die müssten da derbe Damage kriegen, denke ich. Zurückgesetzt, schön. Und bam! Hau rein! Verwundbar durch Licht, dachte ich mir doch. Kontert Unterbrechung. Ach, das Drecksvieh heilt, wenn's unterbrochen wird. Ganz schön unfair. Ich hatte das für ihn ja auch noch verlangsamt. Hey, weißt du, was auf alles geht? Ist du der Titan? Oh! Upsi. Ich will die Viecher platt machen. Verwundbar durch Licht. Die schwächeln ja immer noch nicht. Oh Gott, jetzt treibt sogar ich schon. Ungewollt. Ach Gottchen. Das ist ja natürlich sehr interessant. Wieso glitzerst du? Geh kaputt. Ich mag nicht, dass du glitzerst. Kritischer Treffer. Sternenlicht. Ja, komm, machen wir mal. Boah. Ist gut jetzt. Tränke. Heiltonikum. Sie wird wichtig sein. Probieren wir's. Ihn muss ich halt zur Not ersetzen. Am besten durch Rubella, weil die kann heilen. Gelähmt. Na toll. Boah, ey. Das ist ganz und gar uncool, was die da abziehen. Sternenlicht. Ich sollte bekommen dem Viech nicht. KD-Dingster-Spalter. Oh, bitte setz ihn nicht zurück. Okay, gut. Schade, immer noch nicht tot. Du musst erstmal den Damage minimieren. Ja, jetzt ist er K.O. Weil das ist
Ja. Kann ich den... Ja, genau. Rubella, ersetze ihn mal. Jetzt heil mich mal. Boah, das wird bitter nötig, ey. Danke. Danke, meine Liebe. Hier haut schon einen Schaden rein. Boah. Das wird sich gleich ändern. Das wird sich gleich ändern, ihr Viecher. Ja. Das eine ist nämlich gleich kaputt. Dafür werde ich sorgen. Oh ja. Sehr lange. Ja, dann kann ich auch gleich wieder Sternenlicht nehmen. Entweder ich werde unterbrochen oder nicht, aber es gibt nichts dran zu rütteln. Da die ansonsten alle am Anfang waren. Ja, Sternenlicht. Bam. Das eine Viech sollte... Es ist immer noch nicht kaputt. Ah! Geh kaputt, Mann! Ja, ja, immer zuerst auf den Heiler, ich verstehe das schon. Handel! Überrumpeln alle. Überrumpeln das Vieh hier. Sternenlicht alle. Gelähmt, na toll. Jawoll! Wird schon wieder gereimt. Mann! Das Spiel bringt mich zum Mitreimen. Merkt's das? Dabei will ich das gerade gar nicht zwangsweise. Gibt's doch nicht. Gibt's doch wirklich nicht. Handeln. Ach Gottchen, überrumpeln alle. So. Handeln. Sternenlicht. Auf dieses Viech da unten. Gib ihn. Oh oh, was macht es? Ich weiß nicht, was es gemacht hat, aber es hat uns irgendwie damit nicht anvisiert gehabt. Gut. Nein, 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 nein. Oh, ich wollte doch heilen. Naja, dann mache ich es eben so. Zumindest das Wichtigste. Oh nein! Wie kann das Viech es wagen? Warte mal, habe ich hier noch, Mach mal das Verteidigung schützt vor Unterbrechen da weg, bitte. Kann ich dich wegklicken? Select? Start? L? R? Z? R? LR, ZL. Nein? Ach, das ist doch Kacke. Das ist Schwachsinn. Sowas ist. Ihr seht's auch. Das geht über den Schriftzug, was das Ding macht. Das ist total störend und scheiße. Sorry, so gut schön das Spiel sonst ist, aber das ist. Nee. Nee. Also da darf man sich, denke ich, ruhig mal aufregen. Ich meine, ich habe sie jetzt gefunden, aber... Ich muss mal gucken, ob ich in den Optionen so scheiß Tipps ausstellen kann. Dann ist es ja noch einigermaßen okay, aber... Auch wenn die Tipps da sind, sollten sie nicht irgendwas überblenden. Ihr versteht schon, was ich meine, ne? Sowas sollte einfach nicht sein. Heilung? Heil dich selber. So, weil dich brauchen wir. Aber mein einziger Fehler, ich habe die Heilung vergessen. So, jetzt kommen wir zu dir, du Vieh. Sammelt Kraft. Ja, sammel ruhig. Deine Untergebenen sind weg, du Mistvieh. Hast du niemanden mehr, der dir hilft? Ach, da war keine MP mehr dabei, stimmt ja. Ja, dann hau ich dich eben mit einem Hieb weg. Überrumpelung. Bams. Bam. Macht auch schön Schaden, ja. Warum also nicht hier benutzen?
Hauptsache Rubella wird noch heilen können, das ist das Wichtigste. Sorry, das war gerade mein Handy, falls man das gehört haben sollte. Handeln. Ach! Ist gut jetzt. So. Handeln, Dieb. Hau rein. Das unterbricht bitte nicht mich. Ach man, oh. Ja, toll. Und jetzt heißt du der Arschdich. Ich seh's doch schon kommen. Das ist total unfair, mich so zu lähmen, dass du dich heilen kannst. Das ist total unfair. Wirklich. Da frisst den Schaden wieder, den du dir geheilt hast, du Drecksvieh. Verlangsamt, das ist mir so egal. Da, nimm. Wir sind viele, wie viel bist du? Oh, jetzt heilt sich den Schaden wieder. Dieses Drecksvieh. Das gibt's doch echt nicht, weißt? Ich sollte vielleicht mal hier ein bisschen Heilung wieder spielen. Mächtiges Brüllen. Moment kurz. Gib mir das noch. So. Handeln, Hieb. Boah, bitte. Ja, es hat geklappt. Gut. Dann kann ich ja erst Rubella weiterheilen. Sammelt Kraft. Ja, mach ruhig. Ist mir egal. Komm ich mit klar. Ach, die hat ja 316. Stimmt ja. Und bevor sich das Dreckvieh wieder heilt, handeln, verteidigen. Handeln, verteidigen. Vielleicht hätte ich es unterbrochen und dann hätte sich das Mistvieh wieder geheilt. Das kann ich reinhauen. Nimm das. Und den hier. Ja, es schwächelt schon. Das ist doch super. Gelähmt. Geil, ich heil Rubella. Moment. Moment. Gleich mal weiter, gleich mal weiter. Keine Panik auf der Titanic. So. Jetzt kann ich weitermachen. Bams. Ich muss jetzt halt bei dem Vieh wirklich aufpassen, dass ich es nicht unterbreche. Das ist ziemlich mies. Kritische Treffer erhöhen. Du mich auch. Glaubst du wirklich, dass ich das zulasse? Ausgewichen. Ja, du Mistvieh, ey. Lo, du bist am Ende. Wie kannst du ausweichen? Du hast nicht auszuweichen. Ha, gepanzert. Edge Badge. Dabei habe ich das eigentlich nur gemacht, dass du dich nicht heilst. Mistvieh. Ja, also, geht doch. Geht doch. Edge Badge, tschüss. Verschwinde. Level up. Level up. Level up. Level up. Level up. So. Schön. Der Mond mag vorerst der deine sein, aber wart nur. Mutter schlägt dich kurz und klein. Leute, wir haben den Mond. Ernsthaft? Na gut, wir sind eben das Kind des Lichts. Was zum... Wow! Nice, Mann! Oh, wo ist Aurora hin? Ignikulus, du bist plötzlich so klein. Ich glaube eher, du bist gewachsen. Oder täuscht der helle Mondschein? Der Mondenschein. Wen interessiert Auroras Maß? Wir haben den Drachen getötet und passen gut zusammen. Wir sind stärker als die Konkurrenz. Zum Jörg sind wir beisammen.
Was machen wir nun? Jetzt ist die Sonne an der Reihe. Auf in die tiefsten Tiefen. Auf dass ich sie befreie. Auf dass ich sie befreie. Ja, okay, schön. Neue Fähigkeitspunkte und eine... Ja, neue alte Figur zum Steuern. Das ist ja mal cool gemacht. Also damit habe ich wirklich absolut nicht gerechnet. Muss ich schon mal so sagen. Aber finde ich eine coole Idee. Dass es da dann auch eine äußerliche Veränderung gibt. Dass man quasi einen Fortschritt merkt. Ach, guck dir mal, die sind jetzt offengelegt. Wenn man alle anderen Fähigkeiten hat, dann werden die offengelegt, oder wie? Ist ja cool. Das ist ja echt cool. Was haben wir hier noch? Überrumpelung alle erhöht. Überrumpelung erhöht. Ah, und guck mal, das kostet zum Beispiel zwei von den Punkten. Schutz vor Leid alle. Überrumpelung alle. Ich geh mal diesen Baum hier lang. Ach, nee. Allgemein, weil Aurora sich verändert hat, sind die jetzt alle offengelegt. Ach so. Das ist natürlich sehr interessant. Was haben wir hier? Blitzschlag alle. Sonderkapilli. Ich gehe mal hier oben lang. Okay, der hat zwei. Okay, ich bei ihm am besten lang. Magieresistenz aufwerten. Ach so, warte, hier. Sicherer Schuss. Ist passiv. Ja, okay. Hau rein. Was haben wir bei ihm hier nützliches? Verteidigung, Rüstung der Titanen, Kuss des Todes. Die ist eine passive. Gehen wir da lang. Okay. Oculi. Ja, auch da ist das Bild jetzt natürlich anders, aber sie hat ihre Oculi beibehalten. Irgendjemand, der sie nicht beibehalten hat? Ah, er hat sie sogar auch beibehalten, okay. Gut. Dann würde ich aber sagen, Leute, war es das für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part, an diesem Bossfight. Ja, über einen Kommentar oder eine Bewertung würde man sich sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Child of Light. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.